Dresden. Mein Name ist, wie gesagt, Stefan. Aufgewachsen bin ich in Dresden und bin auch sehr zeitig schon in die Sächsische Schweiz wandern gegangen. Und natürlich am Anfang noch mit Eltern und so weiter, wie das so war. Und da gab es hin und wieder mal so Hinweise an Stellen, wo Eichen und Nadelbäume standen, auf eine Birkenwacht, auf eine irgendwas, Birkenbrücke und all solche Sachen. Ja, wo sind hier Birken? Steht keine Birken, hier sind Nadelbäume, hier stehen Eichen und so weiter. Was hat das damit zu tun? Und somit bin ich dann auf die Idee gekommen, mal nachzuschauen, wie kommt das eigentlich zu diesen Birken, und kam auf eine Familie, die die Birken genannt wurde und denen mal das gesamte Gebiet nördlich der Elbe vom Steinernen Tor, also vom Präbischtor, bis etwa heute Diesbach-Seuslitz gehörte. Es ist also so, dass ein Berger von der Duba Großmeister des Templerordens von Prag war und entsprechend auch die Familie Berger von der Duba sogar den Hradschin gebaut hat, also die Burg in Prag errichten ließ. Und dann waren die Bergers und dann später auch die Berger von der Dubas dort sehr lange die Burggrafen. Sie waren verwandt mit den Wartenbergern, die auf Tätschen geherrscht haben. Sie waren eng verwandt mit den Donin, die Donau gegründet haben. Hier wird nicht nur, hier wird nicht bleiben, nie mehr nach Haus. Und da gibt es eben einen von diesen Piraten, der wird von seinen Leuten Karol genannt. Und der lebt also dort auf Zypern, hat aber auch noch andere Aufgaben und stellt fest, als sie dort gelandet sind, endlich mal froh sind, wieder an Land zu sein, dass sie da irgendwas verbergen. Doch die Männer singen, hey. Rüstet man sich jetzt sozusagen zum Kampf, um diesen eingetroffenen Bischof zu schützen und natürlich das Dorf selbst zu schützen. Abgelegen, ruhig und still. Doch man ist sich nicht gewiss, ob es so bleibt, wie es jetzt ist. Denn man tut die Kunde breit, von einer Horde kampfbereit, die anderen Städte der Region überfehlen sie auch schon. Ja, die Saga bis jetzt umfasst 6 Bände. In jedem Band gibt es immer ein kleines Stück mehr aus den verschiedenen Zeitlinien. Ich habe es also so aufgebaut, dass in jedem Band jede von den verschiedenen Zeitlinien, ob wir jetzt in der römischen Zeit sind, ob wir in der Zeit sind mit Karel und Barisch oder ob wir in der Kolumbuszeit sind, in der Zeit, wo dann der Unabhängigkeitskrieg stattfand und auch in der neuen Zeit, in der jetzigen Zeit, dass also immer es ein Stückchen weitergeht. Damit bauen also die Bände aufeinander auf, aber es gibt natürlich immer zu Beginn der Bände auch eine Zusammenfassung des bisherigen Geschehens der einzelnen Linien. Geplant sind mal 13 Bände. Am Ende steht eventuell die Offenbarung des Lagerortes oder der Grund des Verlustes dieses Kreuzes.